Das Herz eines jeden Autofans schlägt höher bei solchen Namen wie Lamborghini, Porsche, Audi R8, Ascari. Die ADAC GT Masters starten an diesem Wochenende auf dem Eurospeedway Lausitz. Hier jagen die Traumsportwagen mit fast 600 PS über die Piste. Einer der Starter ist auch der Lokalmatador Roland Rehfeld. Er bewegt einen über 500 PS starken Ascari über die Piste. Für unsere Zuschauer von Lausitz Echo TV hat er einen exklusiven Einblick an seinen Arbeitsplatz gewährt. Roland, du bewegst ein Ascari KZ1R. Kannst du uns das Auto ein bisschen erklären? Ja, ist das exotischste Auto bei uns hier im Feld der GT Masters. Das einzige Auto, wie gesagt. Ein Carbonfahrzeug, was von einem holländischen Ölmilliardär so als Launenfahrzeug und als Geschäftsfeld entwickelt wurde. Da gibt es vielleicht auf dem Markt 20 Autos, die fahren, und einige Rennautos, und Leipert Motorsport hat davon zwei Stück und setzt dieses Jahr halt eben einen ein. Auto an sich ist sehr leicht zu fahren, aber eben auch vom Handling her über die Carbonstruktur sehr, sehr stabil. Wir haben einen ehemaligen BMW M5 Motor verbaut, den V8 noch, mit jetzt so guten 560 PS. Getuned von Judd, die auch ehemals Formel 1 Motore gemacht haben, und wird stetig weiter optimiert, müssen wir machen, weil wir ja versuchen, gegen Audi, Corvette und Porsche halt anzukommen. Wenn wir mal nach hinten gehen, die Karosserie ist ja einzigartig von diesem Sportwagen. Ein Heckflügel, der ja mehr wie eine Pommes-Theke aussieht, was hat der für eine Funktion? Dass man entspannt Pommes essen kann. Nein, also der Flügel als solches, der ist schon als Profil extrem baurig. Der gibt uns schon sehr, sehr viel Anpressdruck auf der Hinterachse. Genaue Kilozahl kann ich jetzt nicht sagen. Um dem entgegenzuwirken, um die Vorderachse nicht zu leicht zu machen, haben wir vorne auch einen extrem langgezogenen Splitter. Das ist also, wenn man so wie eine Bodenplatte nach vorne, die dann die Angriffsfläche unten, um einen Untergrund zu erzeugen, halt verlängert. Und somit versucht man, eine Balance zwischen beide Fahrzeug aerodynamische Hilfen zu bekommen. Dazu haben wir noch eine kleine Abrisskante, den Gurney nennt man den, um halt Luftverwirbelung nach hinten halt dementsprechend vorzubeugen. Am Eurospeedway Lausitz werden da besondere Einstellungen gefahren, oder wo sieht man das, dass wir hier auf dem Eurospeedway Lausitz sind, wenn du jetzt diesen Heckflügel anschaust? Ist relativ schwierig, weil ein Eurospeedway direkt rauszufiltern über Flügel kann man schwer. Assen zum Beispiel ist eine schnelle Strecke, da sind die Flügel generell flacher. Hier haben wir doch ein paar Anbremszonen und ein paar relativ mittelschnelle bis schnelle Kurven, wo man auch ein bisschen Druck auf der Hinterachse braucht. Das heißt, der Flügel ist nicht ganz so flach wie in Assen jetzt zum Beispiel oder Hockenheim mit der langen Geraden. Man muss halt eine Balance zwischen dem mechanischen Grip, den man sich über die Aufhängung, über die Dämpfer und Federn holt, und über die Einstellung der Räder und eine Balance zwischen der Aerodynamik halt finden. Und da ist der Eurospeedway auf den ersten Blick, sieht er sehr simpel aus, aber er ist doch sehr anspruchsvoll. Okay. Jetzt sehen wir hier das Aggregat. Könntest du damit auch an die Tankstelle fahren, normal tanken? Gibt es da was Besonderes? Was gibt es dazu noch zu sagen? Nein, also wir fahren mit handelsüblichen Sprit, Super Plus bleifrei, 98 Oktan, das ist das, was vom Reglement halt vorgeschrieben ist, ohne irgendwelche Zusätze. Könnte sicherlich jetzt einfach an die Tankstelle fahren, bloß tanken könnten wir nicht. Wir haben dafür unsere eigene Tankvorrichtung auf der rechten Seite, eine Druckfüllbetankung, die nach dem Fallprinzip funktioniert. Ist eben sehr, sehr sicher. Da fließen dann 20 Liter innerhalb von 5 Sekunden rein. Das ist jetzt hier in dem Maße in unserer Serie nicht wichtig, weil wir während des Fahrerwechsels nicht auftanken oder auch keine Reifenwechsel machen, es sei denn, es regnet. Aber es ist halt in dem Auto so homologiert worden und deswegen fahren wir es auch so. Okay. Auch der Ascari läuft ja eigentlich unter der Bezeichnung Traumsportwagen bei vielen Motorsportfans. Ist denn die Innenausstattung auch so traumhaft oder eher puristisch? Können wir mal einen Blick reinwerfen? Klar. Also ist immer Geschmackssache, ne, was Traum betrifft. Also ich muss nicht viel drin haben. Bei mir muss kein Wildleder drin sein oder auch kein DVD-Player. Aber nein, das Auto an sich ist, wie gesagt, rennzweckmäßig sehr spartanisch eingerichtet. Ihr seht, wir haben den Rennsitz drin, der eben feuerfest ausgekleidet ist. Auf der rechten Seite kein Beifahrersitz. Den können wir nachträglich einbauen, wenn wir mal Taxi fahren, für Sponsoren oder Gäste machen. Ansonsten sieht man auch schon die Carbonstruktur. Der Überrollbügel oder Käfig als solches, der ist eingeschraubt, teilweise auch angeschweißt, und der Rest, Vorderbau, Hinterbau, sind angeflanscht. Und innen drin im Auto, wie gesagt, haben wir einen riesengroßen Schaltknüppel, den man dort sehen kann. Und das Hauptinstrument ist halt das Lenkrad. Pedalerie ist alles ein bisschen schmaler, stehende Pedale, damit man das Bremsen und das Gasgeben wesentlich besser dosieren kann. Und alles eben auch auf Leichtbau gebaut.
Okay, du hast erst angesprochen, es gibt einen Fahrerwechsel. Jetzt sieht das ja nur relativ kompliziert aus da drin. Wie kommt man denn da schnell rein und raus? Ja, das ist eigentlich recht einfach und improvisiert. Man sieht hier die Expander. Beim Fahrerwechsel schnellen die dann den Gurt nach außen. Und dann muss ich, wenn ich zum Beispiel vom Norman, meinem Teamkollegen, das Auto übernehme, halt nicht erst die Gurte hinterm Hintern vorholen, sondern die sind halt schon da. Ich rutsche eigentlich rein. Der Gurt hier hinten, der ist auch nach außen gezogen. Ich greife den dann bloß noch und mein Teamkollege, der hilft mir auf der linken Seite. Summa summarum haben wir schon einen Fahrerwechsel mit Ab- und Anschneiden in 16 Sekunden geschafft. Ist also schon ein bisschen Sport, aber so soll es ja sein. Eine Wahnsinnszeit. Jetzt sieht man ja beim Motorsport, bei der Formel 1 zum Beispiel, immer wahnsinnig komplizierte Lenkräder. Wie ist denn das bei dir? Ja, also ein bisschen einfacher. In der Formel 1 ist ja alles auch ein bisschen teurer und wie gesagt komplizierter. Uns ist es sogar noch kreisrund. Vom Reglement her nicht unbedingt mehr vorgeschrieben. Die Audis haben das, glaube ich, nicht. Aber wir haben ganz wichtig ein paar Knöpfe, gerade für den Boxen. Geschwindigkeitslimit haben wir, einen Pitlane Speed Limiter. Den drücken wir hier einmal, gehen im ersten oder zweiten Gang durch und dann fährt das Auto nicht schneller als 60. Musst du ein bisschen mit dem Gas hantieren, weil zu hart willst du auch nicht reingehen, sonst kostet das durch die Fehlzündung sehr, sehr viel Material. Unser Funkknopf, weil wir doch während des Rennens relativ viel kommunizieren, über Rundenzeiten, Positionen, falls es anfängt zu regnen, Strategie. Hier haben wir einmal einen Knopf für ein Fernlicht, dass man den Vordermann also ein bisschen kürre und irre machen möchte. Und zu guter Letzt noch einen Knopf, der für unsere Anzeige innen drin wichtig ist. Sprich, wir haben eine digitale Anzeige, wo wir die Drehzahlen sehen, die Temperaturen, die Drücke, Geschwindigkeit, Ganganzeige. Das können wir hier rüber steuern. Zu guter Letzt, ganz profan, eine Stoppuhr. Zum Glück schon digital und keine analoge mehr. Die nutzen wir halt, um halt festzustellen, wie lange brauchen wir vom Boxen Einfahrt bis zu unserem Standpunkt und wie lange brauchen wir vom hier bis zum Rausfahren. Weil wir müssen 70 Sekunden beim Fahrerwechsel in der Box verharren, vom Eingang bis Ausgang. Und somit können wir dann halt Zeit stoppen, wissen, wann wir hier sind. Die Zeit läuft dann weiter. Und den Weg, den wir da draußen haben, das sind jetzt so gute 10 Sekunden, glaube ich, wissen wir, bei 60 Sekunden fahren wir los und dann kommen wir exakt bei 70 raus. Weil wenn man da Zeit liegen lässt, dann kostet es auf der Rennstrecke eventuell Positionen. Das will natürlich niemand. Und deswegen haben wir ganz profane Stoppuhr. Das funktioniert gut. Unser Renningenieur, der Dirk, der stoppt das auch nochmal von außen, gibt uns dann das Go über Funk. Und für uns ist das halt eine Sicherheit. Okay, jetzt haben wir dran noch hinter dir so ein kleines Kästchen dran. Was ist das? Das ist für unsere Datenaufzeichnung, also von MoTeC als solches, unsere Lichtschranke, die letztendlich die Runde definiert, uns eine Zeit vorgibt und wir danach dann eben auch dementsprechend unsere Datenerfassung halt ausrichten. Okay, wenn wir nach vorne gehen nochmal. Wieder mächtig viel Flügelwerk und eine, sage ich mal, quasi Motorhaube, obwohl wir ja gesehen haben, dass der Motor hinten ist. Was verbirgt sich darunter? Große Kühler, Öl- und Wasserkühler mit großen Lüftern, die als solches, ich kann mal gerade sehen, ob ich es abmachen kann, die man auch braucht. Von den Temperaturen her liegen wir mittlerweile ganz gut. Aber hier kann man einfach mal reinschauen, alles letztendlich auch auf Leichtbau konzipiert. Die Bremswagebalken, die Zylinder sind vorne verbaut. Und ja, der Rest ist halt einfach Luftführung, die auch teilweise zu den Bremsen geht, um halt die Bremse konstant in einem Temperaturbereich zu halten. Und der Rest ist halt B, Entlüftung und Aerodynamik, die auch unterm Auto verschwindet. Nicht so kompliziert, wie man es aus der DTM kennt. Das sind, wie gesagt, alles GT3-Rennwagen, die aus der Serie homologiert sind. Da sind bestimmte Dinge nicht erlaubt, um die Kosten eben auch im Rahmen zu halten. Und eben, um die Autos auch noch fahrbar zu halten. Wir wissen ja, in anderen Rennserien ist aerodynamisch immer viel nicht möglich. Die fahren dann hinterher. Bei uns wird noch überholt. Genau. Okay, gut. Erstmal vielen Dank für das Auto. Jetzt ein bisschen zum Motorsport-Wochenende am Eurospeedway. Du kommst ja mit der Empfehlung eines Podestplatzes aus Assen hierher. Wie sind deine Erwartungen für den Eurospeedway? Ja, wir haben schon so ein bisschen für uns festgelegt, dass wir eigentlich wieder aufs Podest wollen. Wir haben das dieses Jahr schon dreimal geschafft. Auch von aussichtslosen Positionen von 8 bis 10 sind wir bis auf 3 vorgefahren, egal ob es trocken oder nass war. Unser Vorteil ist der, dass wir über die Distanz, über die Stunde relativ schnell sind. Wir kommen mit den Reifen sehr gut klar, wo die anderen dann doch schon mal ein bisschen hadern und da holen wir unsere Zeit dann raus. Wichtig ist, dass wir einen Anschluss immer halten. Das kann der Norman sehr gut. Der ist ein super Starter. Ich kriege das sehr gut hin, gerade hinten raus. Wir sind auf eine schnelle Runde, gerade fürs Quali, nicht die schnellsten. Da haben wir am Anfang uns ein bisschen verrückt machen lassen. Das geht jetzt, weil wir wissen, was hinten raus geht. Und deswegen konzentrieren wir uns auch aufs Rennen und deswegen sagen wir halt einfach Top 5 mindestens und schön wäre es, wenn wir wieder aufs Treppchen kommen, mal beide Rennen.
Okay, ein bisschen was zum Team. Rinus Leipert Motorsport, wie lange bist du im Team und was macht eigentlich das Team noch? Ich sehe hier drüben einen Formelwagen stehen. Ja, also Leipert Motorsport an sich ist schon sehr, sehr lange jetzt im Breitensport tätig, angefangen vom Formelsport. Sie haben mit Formel König angefangen, sind die Formel ADAC Masters gefahren. Formel 3 über Jahre hinweg, haben ihre eigene Fahrersichtung gemacht für Rhinos, den Energy Drink, eben auch als Titelsponsor des Teams und sind letztes Jahr eben in den GT-Sport eingestiegen, machen auch noch die Pro Car mit zwei Fahrern im Ford Fiesta Cup, also sind sehr breit aufgestellt, fokussieren aber immer mehr eben den GT-Sport mit den Ascaris. Soll auch in Zukunft so weitergehen. Ich habe in der Vergangenheit für sie unter anderem eben für diese Fahrersichtung gearbeitet, kennen uns schon sehr lange, haben uns immer geschätzt und jetzt freut es mich, dass wir in diesem Jahr endlich mal zusammengekommen sind. Wir sind Dubai schon die 24 Stunden Anfang des Jahres zusammengefahren, haben ziemlich schnell gemerkt, dass die Chemie hier bei allen passt. Das ist alles sehr, sehr familiär, sehr freundlich und das ist auch wichtig, weil wenn es keinen Spaß machen würde, dann bräuchte man es nicht machen. Und ja, wenn dann eben noch erfolgbar ist, dann braucht man eigentlich nicht mehr und das läuft mit der Mannschaft wirklich richtig gut. Nicht so gut wie erhofft lief es dagegen am darauf folgenden Tag. Obwohl sich jeder Einzelne die größte Mühe für das bevorstehende Rennen gegeben hatte, passierte das, wovor niemand gefeit ist: Motorschaden. Bei der Startaufstellung am Sonntag suchte man den KZ1-R von Roland Rehfeld und seinem Teamkollegen Norman Knopp deshalb vergeblich. Der Rennbolide war trotz aller Anstrengungen bis zum Rennbeginn nicht mehr zu reparieren und das bedeutete das endgültige Aus, zumindest für die ADAC GT Masters auf dem Eurospeedway Lausitz. Die Enttäuschung war nicht nur bei den Fahrern groß, auch viele ihrer extra angereisten Fans mussten sich mit dieser schlechten Nachricht abfinden. Mit dem Aus ist für Roland Rehfeld auch der Traum geplatzt, auf dem Eurospeedway Lausitz einen ersten Sieg einzufahren. Diesen musste er an diesem Rennwochenende leider kampflos Albert von Thurn und Taxis und Peter Cox auf ihrem Lamborghini überlassen. Doch auch im Motorsport heißt es, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und vielleicht läuft es beim nächsten Rennen ja schon wieder besser für Roland Rehfeld und Norman Knopp. Ihre Fans wünschen es ihnen auf alle Fälle.